Im Rahmen der Aktion Restcent unterstützt ArcelorMittal Bremen den Elternverein Kinderleben e.V. in Bremen-Gröpelingen. Das Geld soll für die Modernisierung einer Halle verwendet werden. Ja, Sie sind hier bei Kinderleben e.V. Das ist ein Elternverein, der vor 35 Jahren gegründet wurde. Der Gedanke war, dass Hebammen sich zusammengetan haben und eine Anlaufstelle für Familien gründen wollten, wo Familien beraten werden, wo Kinder betreut werden. Und aus einer kleinen Betreuungsgruppe ist inzwischen ein Kindergarten geworden, der 6 Kindergruppen betreut mit 68 Kindern. Und davon haben wir 4 Kleinkindgruppen, Kinder von 1 bis 3 und 2 Kindergartengruppen von 3 bis 6. 4 davon sind hier auf diesem Gelände untergebracht und dann haben wir noch eine Außenstelle an der Gröpelinger Heerstraße in den Räumen der Bremer Heimstiftung. Da betreuen wir auch noch jeweils eine Kleinkindgruppe und eine Kindergartengruppe. Spendengelder sind für Elternvereine sehr wichtig, weil Elternvereine nach wie vor noch schlechter bezuschusst werden als andere Träger, weil immer noch die Ideologie besteht, dass die Zweitkräfte in den Gruppen von Eltern gestellt werden. Und das ist bei uns schon lange nicht mehr so. Also bei uns arbeiten 2 ausgebildete Kräfte in den Kindergruppen und auch Hausmeister und Reinigungskräfte und Küchenkräfte müssen wir von den Geldern bezahlen und dafür bekommen wir leider keine Zuschüsse. Beziehungsweise wenn wir etwas modernisieren wollen oder neu anschaffen wollen, müssen wir ein bisschen drauf sparen oder sind eben auf Spendengelder angewiesen. Unsere Halle, wo auch die Kinder turnen können und wo auch Veranstaltungen stattfinden. Und diese Halle möchten wir ein bisschen modernisieren. Also es ist einmal von der Akustik her, es ist sehr laut, weil es ein sehr hoher Raum ist. Wir möchten die Decke abhängen, wir möchten eine indirekte Beleuchtung anbringen. Wir möchten vielleicht noch ein bisschen streichen und noch das ein oder andere anschaffen. Und dafür sollen die Spendengelder verwendet werden. Ja, ich habe gerade gehört, dass noch ein Mitarbeiter mitgekommen ist und auch seine Frau mitgebracht hat. Und der hat uns direkt noch eine Bargeldsumme in die Hand gedrückt. Und das finde ich sehr schön. Und dafür möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken.